Ich habe Griptape ausgetestet und bin direkt auf über 40 CPS gekommen. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Lange nichts gehört, Freunde. Schaut mal über meine Hotbar. Was ist das denn? Warum sind da so viele Klicks pro Sekunde? Ja, ganz einfache Antwort. Ihr habt ja vielleicht gesehen, in den letzten Tagen habe ich ein Video hochgeladen über die Bloody A60. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich habe da vielleicht so maximal 25 CPS erreicht. Nur jetzt habe ich mal eine andere Methode benutzt. Und ihr wisst sicher, wovon ich rede. Und zwar Griptape. Ihr konntet es ja auch schon im Titel und dem Intro entnehmen. Er hat mich gerade hops genommen. Hoffentlich sterben wir dann nicht. Ah, Bruder, komm her. Ein bisschen reducen vielleicht wäre nice. Oh, der Name war schön gekommen, und Freunde. Ja, ich habe mich eben gerade mit dem Supporter auf meinem Community-Discord namens Tracy, Grüße gehen raus, an der Stelle, kurz geschlossen. Und er hat mir gesagt, yo, mach mal mit Edding, Griptape, probier das mal aus. Und ich wollte eh ein Video darüber machen. Ihr habt mein Video bei meiner Meinung über Griptape entnehmen können. Und komm, dann müssen wir nochmal hier zeigen, dass wir reducen können. Oder auch nicht, der will anscheinend nicht mehr falten, hat schon aufgegeben. Ihr seht über meine Hotbar die CPS. Und das lasse ich jetzt so für jede Aufnahme, weil ich glaube, das ist ein schöner Spot. Vielleicht nochmal den, ja, die Anzeige ein bisschen ändern, aber sonst ist alles gut. Ich habe lediglich Isolierband auf meine Maus geklebt und habe Edding drauf geschmiert. Das ist so absurd. Ihr müsst wissen, ich bin jemand, der, wie gesagt, nie so viel abused hat, aber das ist crazy. Kurz vorab, Freunde, ich möchte keinen dazu animieren, jetzt in seinem Privatgebrauch nur mit Griptape zu spielen, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, was das für eine krasse Macht einem direkt in die Hand gibt. Ich habe nie gut abusen können und habe mir einfach nur die Bloody geholt, um sie für ein Video zu testen und jetzt Griptape draufgepackt, um es auch für ein Video zu testen und das ist wirklich insane. Also die CPS-Zahlen sind wirklich, die sprechen für sich. Ich muss da gar nicht so viel sagen, auch wenn ich da gerade schön den Block-MG verkackt habe, Freunde. Es ist echt krass. Und das zeigt mal wieder, wie stark das auch ist. Und jetzt mit diesem Video ändere ich offiziell auch für die Öffentlichkeit meine Meinung bezüglich Griptape. Davor habe ich ja gesagt, yo, das ist nicht so schlimm. Ja, jeder kann ja irgendwie Sachen benutzen, die ihn halt besser machen in Bed Wars zum Beispiel. Aber wenn das so leicht ist und ich habe das wirklich gerade vor ein paar Minuten zum ersten Mal getestet, dann sollte es wirklich verboten werden. Ganz ehrlich, Freunde, ich habe hiermit meine Meinung doch nochmal geändert. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit mich ein bisschen damit austoben und ein bisschen probieren, da ein bisschen besser zu werden, um auch ein bisschen einfach zu gucken, wo sind denn da die Grenzen, weil es gibt Leute, die mit der Bloody A60 teilweise auch 70, 80 CPS erreichen. Ich habe auch mal 100 gesehen, aber ich glaube, dass da auch der Triple bzw. Double Clicker aus der Software im Spiel ist. Nice. Ja, Freunde, wir hängen einfach noch eine Runde hinten dran. Einfach nur, um noch mal ein bisschen darüber sprechen zu können. Denn die Runde war recht kurz und wir wurden da eh gerollt. Ich habe eine Umfrage gemacht. Und zwar habe ich einfach nur gefragt, oder habe ich euch in dem Community-Tab gefragt, habt ihr schon mal Griptape benutzt? Das war vor 2 Wochen. Und es gab insgesamt 47 Votes. Ja, hätten mehr sein können bei meiner Größe, aber das ist ja nicht so schlimm. Deswegen, Leute, nächstes Mal, wenn wir so eine Abstimmung machen, votet am besten. Dann kann ich hier ein bisschen repräsentativer in den Videos Dinge ansprechen. Und da haben auf jeden Fall gesagt, 23%, dass sie es schon mal gemacht haben. Dann 17%, was ist das? Ich weiß nicht, vielleicht waren da auch ein paar Joke-Votes dabei, weil ich habe ja auch ein Video drüber gemacht und das ist eigentlich in der Szene, der Bad Wars-Szene, recht bekannt, zumindest in der deutschen. Ich weiß nicht, wie es in der englischsprachigen ist oder in der russischen. Aber ja, und übrigens haben 60% Nein gesagt. Das erschließt sich aber, wenn ich die anderen Prozentzahlen schon gesagt habe. Mann, ich kann nicht reden. ja, Freunde, es ist wirklich krass. Also es kannten anscheinend nicht so viele, wie ich gedacht hätte von euch. Mir passiert gerade etwas. Ich merke gerade, dass der Edding sich abreibt. Ja, gut. Also das ist crazy. Das ist wirklich crazy mit den Zahlen und ich hätte es niemals gedacht, dass es so eskalieren kann, indem man sich einfach nur Edding und Griptape auf die Maus packt. Und das zeigt mal wieder, wie man das unterschätzt, wenn man es sich selber ausprobiert hat. Und das war auch das Ziel dieses Videos. Ich hatte schon länger geplant, das zu testen. Mich würde mal eure Meinung interessieren, Freunde. Nachdem ich diese Umfrage gemacht habe, würde ich mal gerne wissen, was ihr von Griptape haltet. Ja, schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ach, da haben wir ihn auch tot. Natürlich, Short Abuse ist jetzt auch leichter. Davor war ich eher der Typ, der Long Abuse eher konnte. Was heißt der Typ? Ja, so lange habe ich ihm aus jetzt auch nicht. Einfach nur crazy, dass sowas geht. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt meine Meinung geändert. Ich glaube, es sollte doch nicht erlaubt sein. Weil ganz ehrlich, Freunde, wenn jemand wie ich das so leicht als Mouse-Abuse-Noob quasi sich direkt aneignen kann, indem er einfach nur was auf seine Maus tut, das ist ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Ja, bestimmt gibt es da jetzt auch Leute unter euch, die denken anders. Verstehe ich auch. Möchte er jetzt Gold oder Eisen holen oder was macht er da? Er möchte Eisen holen. Chillig, chillig, chillig. Aber den holen wir. Ah, ja, Mann. Komm. So, da haben wir den Killer noch schön gegeiert, Freunde. Gut, es lebt nur noch ein Gegner. Ja, Freunde, folgt mir auf Twitch. Ich streame dort regelmäßig. Und da gibt es PogChamp-Content für euch, Freunde der Sonne. Und natürlich auch auf Twitter folgen, bitte. Weil da gibt es immer die fetten News über Videos, Streams und generell ein bisschen Insights über mein Privatleben. Und ein bisschen über generell mein ganzes Social-Media-Ding. Was gerade so abgeht, was ich geplant habe und so weiter und so fort. Suicidet er sich jetzt? Das wäre natürlich nice, dann könnten wir ihn direkt holen. Scheint aber so, als würde er weiterrennen. Dann holen wir schnell das Bett.
Ach, ja moin, da ist ja gar nicht das Bett. Bin ich lost? Ach, Freunde, ich bin wirklich lost. Okay, alles klar, dann suiciden wir uns doch. Und er ist runtergefallen. Alles klar, Freunde, sehr, sehr spannend. Ich hänge jetzt noch kurz was hinten dran und dann geht's die Abmod. So, Freunde, wir spielen jetzt noch gegen den lieben 7 Dwayne. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und ich möchte mal ganz kurz zeigen, auch wenn er wahrscheinlich ein bisschen mehr CPS als ich hat anscheinend, wie gut das doch hier klappt. Also ich als jemand, der wirklich nie reduced hat, nie es geübt hat, großartig. Und jetzt heute vor circa einer Stunde ungefähr dieses Zeug drauf gemacht hat. Es hat instant halt gefruchtet, ja. Also gut, da wird man auch besser von Mal zu Mal oder von Tag zu Tag, wo man das übt. Aber ihr seht, es funktioniert. Und die Sounds sind echt satisfying mit dieser, ja, mit dieser Methode. Es ist halt meiner Meinung nach Maus-Modifikation, Hardware-Modifikation, wie man es auch nennen will. Da haben Lucky Luke, Umanok und so weiter recht. Ich glaube aber, Umanok hat seine Meinung mittlerweile geändert. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, Freunde. Und ja, ich finde, das gehört nicht so ganz in die BWs hinein. Aber es ist dennoch interessant, damit zu spielen. Ich werde es privat aber nicht benutzen, denke ich, weil es ist, wie gesagt, ein bisschen OP. Ja, es gehen auf jeden Fall viel, viel mehr CPS, wie das, was ich hier jetzt gerade hinballer. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, ist mal lustig. Aber ich werde wahrscheinlich das Tape gleich abmachen und einfach normal spielen. Abgesehen davon sieht das wirklich hässlich aus auf der Maus. Muss man einfach mal sagen, wer will schon so einen schwarzen, fetten Streifen auf seiner Maus haben, nur damit er ein paar CPS mehr kriegt. Ja, Freunde, damit würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Ich nusche mal wieder hier am Weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, folgt mir auf Twitch und ciao, ciao.